Mode in Russland. Auf der Moskauer Modewoche sind mehr als 100 Shows angesagt, aber knapp 4 Monate nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine haben sich hunderte ausländische Unternehmen aus Russland zurückgezogen. An viele beliebte Bekleidungsmarken kommen die meisten Russen nicht mehr heran. Ersatz schaffen ist für die heimischen Modemacher in Zeiten weitreichender Sanktionen nicht einfach. Modemacherin Olesya Schipowskaja. Unsere Kollektionen bestehen ausschließlich aus ausländischen Materialien. Das heißt, außer dem Team gibt es nichts Russisches. Alles andere, von Aufbügelmaterial bis zu Knöpfen, Verzierungen und Nähmaschinen, wird nicht in unserem Land produziert. Erstaunlich, meint sie. So ein großes Land, tolle Ressourcen. Warum wir nicht wenigstens etwas davon herstellen? Allein der französische Mischkonzern LVMH und die Fast-Fashion-Kette Zara des spanischen Konzerns Inditex haben wegen des Ukraine-Krieges mehr als 600 Filialen in Russland vorübergehend geschlossen. Ich arbeite nur mit italienischen Stoffen. Wir verwenden nur Seide und Wolle in der Schneiderei. Natürlich ist es für mich jetzt viel schwieriger geworden, nach Italien zu reisen. Irgendwie kommt man aber schon an die Stoffe ran, auf Umwegen. Sie glaubt, dass nur harte Arbeit russischen Designern helfen kann, in der neuen Realität zu überleben. Wenn man sich darauf verlässt, dass einige Marken fort sind und jemand seinen Platz geräumt hat, wird sich nichts ändern, nur weil die gegangen sind, sagt sie. Du musst arbeiten.